Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Endlich haben wir es wieder mal geschafft, rauszukommen. Gemeinsam mit meinem Freund André sind wir heute am Grunewald. Hier ist der Eingang zur Waldschule des Grunewaldes. Ja, da gehen wir jetzt nicht rein. Der ist nur für Kindergartenkinder und Schulklassen, Jüngere geeignet. Uns verschlägt es hier quer durch den Wald und wir sind auf Geocaching-Tour. Ja, wir haben hier eine kleine Cache-Runde gefunden, die sich auch für Einsteiger sehr gut eignet. Man lernt die einzelnen Bäume kennen und die Caches sind sehr, sehr einfach versteckt. Also hier ist ja die Möglichkeit, ihn zu finden, wirklich sehr, sehr hoch. Somit geht er eben auch für Familien mit kleinen Kindern. Ja, aber wir wollen mal weiter. Das war jetzt alles nicht so sehr anspruchsvoll. Wir suchen mal einen richtigen Cache. Und es regnet sich hier ordentlich ein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Im Hintergrund des Gerausches ist übrigens die Autobahn. Das nervt ja ein wenig an diesem Gebiet. Jo, diese Treppe da oben sind wir jetzt runtergekommen. Und wollen jetzt hier gleich die Kiesgrube uns anschauen und ein Geocache suchen. Ja, die Kiesgrube befindet sich dort hinten. Jo, so laufe ich hier heute rum, bekleidet mit einer Pinewood-Baumwoll-Mischgewebejacke, meinen wasserdichten Rucksack auf dem Rücken. Jo, bis jetzt hält die Jacke dicht, es war nass von außen, aber man merkt, die Baumwolle, sie quillt auf. Bis jetzt kommt noch nichts durch. Kalt ist mir eigentlich auch nicht, es geht. Ich habe ein Merino-Unterhemd unter, ein langärmeliges, und darüber noch eine Fleecejacke. Jo, ist ganz okay. Ja, es regnet leider immer noch. Nun sind wir am Teufelssee angekommen. Dort hinten kann man schwach im Nebel die ehemalige Abhörstation erkennen und den Teufelsberg. Ja, und ich denke, hier bauen wir jetzt erstmal unser Lager auf und machen Mittag. Kleine Entlein sind da auch auf dem See, aber die werdet ihr hier bei dem Regen sicher nicht erkennen können. So, jetzt wird gekocht. Dazu habe ich heute die Tatonka Bowl Pfanne dabei, eine kleine Edelstahlpfanne mit Griff. Ja, ich weiß nicht, das werdet ihr unten runter nicht so gut erkennen können. Da habe ich den Notkocher 71 mit. Warte mal, ich heb mal hier hoch. So. Ja, das soll heute Bratkartoffeln mit Speck und Ei geben. Mal gucken, ob das wird. So, unser Rührei mit Speck, Zwiebel und Kartoffeln ist jetzt fertig. Ja, dann kommt gleich noch ein Käffchen dazu. Kaffee gibt es heute aus der kleinen Bialetti. Ja, ich konnte mich nicht überwinden, so viel zu schleppen. Aber ich denke, es ist auch okay, wenn ich setze mal zweimal auf. Macht ja nichts. Da haben wir eine Kartoffeln, ja. Ja, der Tab haben wir ein bisschen eigenwillig aufgebaut, aber wir wollten heute auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Es geht einfach nur darum, trocken zu sitzen und in Ruhe zu essen. Hin und wieder kommen hier nette Fußgänger vorbei, deswegen nach hinten lang abgespannt. Jo. Ja, hört ihr das? Das geliebte Bialetti-Geräusch. Jetzt ist das Käppchen gleich gut. Teufelsberg versinkt hier so langsam im Nebel. Es regnet sich wie heute auch ein. Dafür läuft die zweite Kaffeerunde. So muss das.
auf diesem Wege natürlich wieder mal einen lieben Gruß nach Österreich zu meinem Freund Carlos. Jo, ich wollte euch mal meine Socken zeigen. Ihr wisst ja, ich bin immer eine Frostbeule, eher ein Mädchen, habe immer kalte Füße. Ich habe mir deswegen jetzt mal ein paar Sealskins Socken kommen lassen. Das ist die Trekking-Socke Olivgrün mit einer Merino-Innensocke. Oh, kommt schon hier Touristen vorbei, furchtbar. Ja, innen sieht man das hier, so eine schwarze Socke. Die sind atmungsaktiv, wasserdicht. Ja, lassen kein Wasser rein. Geschwitzt habe ich damit überhaupt nicht, aber ich habe endlich mal warme Füße. Obwohl ich heute hier nur meine ganz normalen Eco-Wanderstiefel bei habe. Also nicht die sonst üblichen schönen Lederstiefel. Ja, kann ich empfehlen, die Teile. Gibt es auch auf Amazon übrigens. So, das Tarp ist abgebaut, alles verstaut. Der Platz wieder sauber hinterlassen. Müll wird natürlich mitgenommen in einer Mülltüte, ist ja klar. Muss ich ja nicht erwähnen. So, dann geht's mal wieder langsam zurück. Ganz schön kalt hier heute. So, liebe Freunde auf YouTube, mit einem letzten Blick durch den Grunewald verabschiede ich mich wieder von euch. Ja, es wird langsam schon wieder dunkel, kalt. Na denn, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Hier war euer Mark Boy. Ciao.